Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Wir wollen nicht in eine solche nationale Gesundheitsnotlage hineinkommen. Und dafür müssen wir Maßnahmen ergreifen. Das wichtigste Instrument, ich habe darüber sehr oft gesprochen, zur Eindämmung einer Pandemie ist die Nachverfolgung der Kontakte jedes Infizierten. Und genau dieses wichtigste Instrument stellt uns an vielen Stellen nicht mehr zur Verfügung, weil die Gesundheitsämter an die Grenze dessen gekommen sind, was sie nachverfolgen können. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Infektionsketten nicht mehr unterbrochen werden können und dass dann die Kontrolle über die Ausbreitung des Virus verloren geht. Und das muss verändert werden. Wir merken das zum Teil auch schon in verschiedenen Bereichen der Infrastruktur, dass immer mehr Menschen auch infiziert sind. Und wir wissen, das geht dann nicht nur an die Leistungsfähigkeitsgrenze des Gesundheitssystems, sondern auch der gesamten Infrastruktur unseres Landes. Das heißt, die Kurve muss wieder abflachen und die Zahl der Neuinfektionen muss sich erst stabilisieren und dann weiter sinken, damit wir die Nachverfolgbarkeit, und Sie wissen, dass wir die bei etwa 50 pro 100.000 in 7 Tagen Neuinfizierten angesetzt haben, damit wir die Nachvollziehbarkeit der Kontakte wiederherstellen können. Wir haben im Frühjahr erlebt, dass es uns gelungen ist, diese Abflachung und diese Senkung der Kurve zu schaffen, und zwar vor allem durch die Vernunft und Solidarität der Menschen, durch staatliches Handeln, die Kontakte zu reduzieren, aber allem voran durch die Bürgerinnen und Bürger und ihre Vernunft und ihr solidarisches Handeln. Das war der Erfolg des relativen Erfolgs in der Pandemie. Das hat uns Monate im Sommer erlaubt, in denen wir uns freier bewegen konnten, wenngleich das Virus nie weg war. Und wir wissen jetzt, wir müssen die Kontakte wieder reduzieren und damit auch die Gefahr der Ansteckung herunterbringen. Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend vom 2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung. Eine befristete Kraftanstrengung, die wir auf die Zeit des Monats November, also bis zu seinem Ende, terminieren. Aber wir werden in 2 Wochen oder nach 2 Wochen des Inkrafttretens uns als Bund und Länder wieder treffen und uns anschauen, wo wir stehen und gegebenenfalls auch Maßnahmen anpassen. Und all das dient dem Zweck, dann im Dezember wieder natürlich weiter unter Corona-Bedingungen das öffentliche Leben wieder besser gestalten zu können, so etwa wie wir es heute kennen. Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen. Es sind Maßnahmen für das gesamte Land. Und wir haben dabei versucht, auch an die politischen Prioritäten zu denken. Und eine dieser politischen Prioritäten war, dass wir natürlich das Wirtschaftsleben so weit wie möglich intakt halten wollen. Und auf dem, zum Zweiten, das, was wir sehr oft in den vergangenen Monaten gesagt haben, dass wir alles daran setzen wollen, Schulen und Kitas auch offen zu halten, möglicherweise und wünschenswerterweise mit verbesserten Hygienekonzepten. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen harte Auflagen machen für die Beschränkung von Kontakten im privaten und im Freizeitbereich. Und genau dazu haben wir heute auch die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Ich will noch mal darauf hinweisen, weil das oft in der Diskussion auch gesagt wird, dass bestimmte Bereiche ja keine Treiber der Infektion seien. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir bundesweit im Durchschnitt für 75% der Infektionen nicht mehr wissen, woher sie kommen. Für 25% können wir es auflisten. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, das konnten wir eine Zeit lang sagen, man kann nicht mehr sagen, dass ein bestimmter Bereich zur Infektion überhaupt nicht beiträgt. Und deshalb haben wir dann in einer Abwägung Maßnahmen der persönlichen Kontaktreduzierung beschlossen. Das bedeutet, der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes erlaubt, alles geltend ab 2. November, maximal aber mit 10 Personen, aber immer nur aus 2 Hausständen.
Wir sagen, dass auch in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen private Feiern oder auch Feiern auf öffentlichen Plätzen inakzeptabel sind. Wir werden hier auch die Kontrollen verstärken. Wir fordern Bürgerinnen und Bürger auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten, wenn diese Reisen nicht unbedingt notwendig sind. Das gilt auch für touristische und tagestouristische Ausflüge und Reisen. Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. Wir schränken die Freizeitgestaltung erheblich ein. Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen, Messe, Kinos, Freizeitparks und sind Beispiele, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen und Themen. Sie können das dann im Einzelnen natürlich alles noch einmal nachlesen. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und der Betrieb von Kantinen. Dienstleistungsbetriebe werden eingeschränkt. Wir lassen den Groß- und Einzelhandel mit Auflagen zur Hygiene offen. Und wie schon über Schulen und Kitas gesprochen, wollen wir auch hier die Öffnung ermöglichen. Wir werden die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe unterstützen. Der Erstattungsbetrag beträgt bis zu 75% für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Für größere Unternehmen müssen wir entsprechend der maximal möglichen europarechtlichen Beihilferegelungen unterstützen. Die Minister Scholz und Altmaier werden noch in dieser Woche die Details für diese Hilfsmaßnahmen auch vornehmen. Wir wollen die mobile Heimarbeit sozusagen dort ermöglichen, wo immer das möglich ist, um auch hier Kontakte zu verhindern. Und wir werden natürlich uns in besonderer Weise auch um vulnerable Gruppen in unserer Gesellschaft kümmern. Ich will ausdrücklich sagen, dass wir weiter erreichen wollen, dass Menschen in Senioren- und Altersheimen auch Besuch empfangen können. Wir haben uns diese Maßnahmen sehr gut überlegt. Ich weiß, dass viele sagen, wir machen Hygienekonzepte, wir haben uns vorbereitet. Das sind wichtige und großartige Anstrengungen, die wir, so ist es vorgesehen, ab Dezember ja auch alle wieder brauchen. Aber in der augenblicklichen Situation entfalten diese Hygienekonzepte nicht mehr ausreichend die Wirkung, die wir brauchen, denn wir müssen aus dem exponentiellen Wachstum raus. Und deshalb ist das heute ein schwerer Tag, auch für politische Entscheidungsträger. Ich will das ausdrücklich sagen, weil wir wissen, was wir den Menschen zumuten. Aber wir müssen den Weg finden, wie wir sozusagen Gesundheit sicherstellen können, in eine nationale Gesundheitsnotlage nicht hineingeraten und auf der anderen Seite weitestmöglich auch das wirtschaftliche Leben aufrechterhalten. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir nach langen Diskussionen aber hier doch eine Übereinstimmung bekommen haben. Bei sehr unterschiedlichen Inzidenzwerten in den einzelnen Bundesländern machen alle mit und das ist für mich eine sehr gute Nachricht.